In der Kammer des Feuers heiße ich euch willkommen bei Max, The Curse of Brotherhood, Part 21. Und, da oben ist, glaube ich, eine Art Ast und Feuer und wir müssen ja aber eigentlich runter. Und, Und ich höre irgendwo ein Auge quietschen. Das hier ist ein Ast, den ich bestimmt irgendwie zum Befeuern nehmen kann, wollte ich sagen. Okay, da kann sich unser Max nicht festhalten, aber doch bestimmt hier, oder? Das sieht doch gut aus. Aha, und da oben ist unser Augenfreund. Ich würde den Ast jetzt mir mal so. Na, nicht ganz. Entschuldigung, Max. Mach den mal steiler, den Ast. So. Und. Bam! Steiler. Oh. Das ist ja mal. So steil wie möglich. Ja, nee, zu steil. Auch nicht. Du entkommst mir nicht, Auge. Ah! Nee, es ist absichtlich so. Oder, sagen wir mal so. Ich hab da. So vielleicht. Genau. Und da ist jetzt so eine. Wassersache. Ah, okay. Das ist sogar eine lange Wassersache. Okay, okay. Ja, das Wasser, das Feuer da unten eigentlich löschen? Nee, es geht nicht. Hätte ja sein können. Oh, Entschuldigung, Max. Weil ich wäre jetzt dann nicht versucht, das jetzt hier mal so zu machen. Und dann muss ich ja mit unserem Max plus, muss ja das Wasser praktisch nur unseren Max hier unten abholen. Hallo, Äuglein. Kein Kommentar von Max. So, und dann würde ich sagen. Genau. Okay. So, jetzt muss ich. Ah, da kann ich sicher wieder runter. Schön. Gut, ich weiß nicht, ob ich den Ast brauche, ob ich das Wasser brauche. Ich glaube nicht, dass ich das Wasser noch brauche, aber. Bäh. Oh. Oh, da unten ist nochmal ein Auge. Da unten ist ja nochmal ein Auge. Wie komme ich denn mal an dich ran? Oh, da ist eine Leiter links. Ah, okay. Und ich nehme mal an, dass ich das hier auch kaputt machen muss, aber da komme ich nicht hin. Ja, ja, Auge. Du weißt schon, was es geschlagen hat. Ich versuche jetzt mal. Ach, je. Klack. Kann ich denn den schieben, während er brennt? Das geht sogar. Aber ich versuche jetzt mal so das zu machen. Ah, das geht auch. Sehr schön. Also die Form des Astes hat keine Auswirkung über seine Feuerfähigkeit. Sagen wir es mal so. Jawoll. Ja, sorry, Max. Uff, ich dachte gerade, das wäre unser Ende. Da muss man was aufsprengen. Da kann man auch was aufsprengen. Darüber springen, sprengen. Und da kann man was? Ist das eine Liane? Ja, das ist eine Liane. Ach, da hätte ich sprengen müssen. Oh. Aha. Ah, Momentchen. Ja.
Wow. Das sieht gut aus. Ich springe mal runter. Ich will an diese Leiter hin. Jawohl. Da bin ich. Weg. Jawohl. Der Part läuft noch keine 5 Minuten und wir haben schon 2 Augen eingesammelt. Sehr gut. Das wäre fast schief gegangen. So. So, jetzt muss ich... Also hier ist Wasser. Schauen wir mal. Mhm. Ich dachte gerade, das geht daneben. Das war sehr knapp. Ah, nein! Das war dämlich von mir. Ja. Wie muss ich denn mal das Wasser machen? Eigentlich doch dann irgendwie so, oder? So wahrscheinlich. Jawoll, jawoll. So ist gut. Oh oh. Das sind Bösewichte, oder? Die klingen nicht freundlich. Bam. Boom. Oh, da ist ein Auge. Ich höre es doch ganz deutlich, das Auge. Okay. Ich hoffe mal, dass das Auge jenseits der Wand ist. Da unten ist es. Ja, genau. Direkt unter uns. Ja, mir ist auch aufgefallen, ich habe... kann ich das schieben? Nein, das kann ich nicht schieben. Mir ist aufgefallen, Leute, ich habe... ich habe unsere Framerate noch gar nicht verschrien. Ah, da tut aber nichts. Ich bin begeistert. Bisher, den Part, supi. Oh, die schlafen da unten. Ja, da kann man entlang hangeln. Aber ich kann nichts kaputt machen. Oh, oh. Oh, oh. Und nun? Was mache ich denn? Ach, Momentchen mal. Schaut mal, der hier blinkt. Das heißt, da kann man mit Feuer irgendwas machen. Oh. Wahrscheinlich muss ich mich da in der Mitte irgendwie runterlassen. Kann das sein? Bevor der da rechts aufwacht. Oh, das geht nicht. Kaputt machen kann ich hier ja nichts, weil ich es nicht erschaffen habe. Ich muss praktisch warten, bis der aufwacht. Jetzt aber, no, no. Oh. Boom. Holy moly. Jetzt kann ich wieder zurücklaufen. So. Also für das hier brauche ich den Ast, der unter Feuer steht, sozusagen. Klingt sehr indianisch, der Name. Ast, der unter Feuer steht. Bam. Halt, ah, ich wollte ihn ja nicht abtrennen. So. Schieben, schieben. Ja, Part 21 schon, Leute. Wahnsinn.
Und das Spiel ist noch nicht wirklich langweilig. Es ist sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr kurzweilig. Die Rätsel sind schön. Ah! Another Ast. Ups. Wow. Entschuldigung, ich wollte den echt kaputt machen. So. Wieder ein Auge. Es ist aber mal die Frage natürlich, wie ich da raufkomme. Aber Moment, ist das da eine Liane? Ja, das ist eine Liane. Aber die ist natürlich... Nochmal. Blablab. Die ist natürlich ein bisschen zu kurz. Aber ich denke, das hat mit dem Ast hier was zu tun. Ich vermute mal, das Ganze ist so gedacht. Ich denke, das müsste gehen. So, ich schaue jetzt mal nur noch ganz kurz nach links, ob da irgendwo ein Auge noch versteckt ist. Das sieht aber nicht so aus. Nö. Gut. Dann einmal rüberhopsen. Ich denke, da geht's weiter, oder? Jawohl. Kapitel 6-1. Mutashos Verlies. Oh, wir nähern uns immer mehr unserem lieben Bruder Dungeons, Max. Felix. Here his minions are present in great numbers. Keep your eyes open. Is Felix here? He is near. Sie drückt sich wie immer mysteriös aus. Augen offen halten. Okay, die Tür können oder müssen wir aufsprengen mit Feuer. Ich bin jetzt mal vorsichtig. Hallo, da ist kein Feuer. Da ist Feuer. Okay. Oha, ist etwas zu weit. Bam! Immer weiter schieben, jawohl. Und wenn da jetzt welche durch die Tür kommen, dann muss ich weiter sprengen. Kommt aber erstmal keiner. Ich schieb dich mal trotzdem weiter. Das war Reflex gerade, Leute. Das war pures Können meinerseits, meine ich. Ja. Ihr wisst, wie es gemeint ist. Da oben ist noch so ein Typ. Der kann, glaube ich, Bomben werfen. Kann ich ihn wegbomben? Ja, das hat funktioniert. Und er hat nicht mal geschrien oder so. No. Okay. Nicht geschnallt. Okay, da weiß ich jetzt noch nicht genau, wie... Also am Anfang, das hat gar nicht schlecht ausgesehen, dass ich den hier praktisch wegsprenge, bevor ein anderer kommt. Okay. Und jetzt mal die Frage... Okay. Ah. Was muss ich denn da tun? Oh Mann, ey. Ich werde den jetzt mal hier kaputt machen, den Typen. Und jetzt schnell hierher rennen. Komm schon. Nee, was... Was muss ich hier tun? Okay.
Also den wegsprengen, das ist schon mal nicht so... Ich muss einfach schnell sein, glaube ich. Jawohl. Ah, da war ich zu langsam, aber ich hätte ihn noch erwischt. Ich muss jetzt mal gucken, ob da unendlich viele kommen oder oder. Nicht getroffen. Komm her! Ah, verdammt! Ich weiß es eben nicht, ob das unendlich viele werden, Leute. Ich treffe den nicht. Oh, nee. Beim letzten Versuch hatte ich mich nicht so schlimm angestellt, aber jetzt war es übel. Ach komm, warum taucht denn der Stift ganz rechts auf, bitte? Was soll das denn bringen? Wenn das Feuerteil ganz links ist? Doch blöd. Ich weiß nicht, ob ich in diesen grünen Nebel überhaupt nicht reinlaufen darf, oder... das ist schwierig, da den abzuschießen und gleichzeitig irgendwie in Sicherheit zu rennen oder so. Das war Zufall, Leute. Verdammt, das ist ein Fehler und dann ist man sofort tot. Den Stift nicht hundertprozentig hintue. Wie soll das gehen? Mann, ja genau. Oh, Max. War's das? Yes! Menno, das war heftig. Jetzt hole ich das Ding mal da rauf. Whatever es ist. Ah, doch, ich dachte gerade, da kommt schon. Ich dachte schon, da kommt gar nichts mehr. Ah. Ach, wahrscheinlich muss ich in den Aufzug rein, oder? Aber da drüben wird doch dann wahrscheinlich noch ein Auge sein. Also ich würde das machen. Da ist noch ein Auge. Dachte ich mir doch. Entweder ist hier ein Auge oder da, wo der Aufzug hinführt. 54 von 75. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also das Ganze nochmal.
So. Hui. Und hinab geht's. I'm coming, Felix. Ich komme, Felix. Jawohl. Er bewegt sich von selber. So, Leute. Und bevor es hier so richtig abgeht, mache ich einen Cut und wir machen hier an dieser Stelle im nächsten Part von Max The Curse of Brotherhood weiter. Also, bis dann. Ciao.